Genau, mit Daniela. Die möchte hier ein bisschen was mit ihm auch zeigen. Ja? Sehr schön. Dann wollen wir mal hier gucken, was er kann. Ich erzähle dann derweil mal ein bisschen was zum Moro vorab, was wir hier honorieren müssen. Die Dame hat jetzt erst ein paar Tage Zeit gehabt, um mit dem Moro zu arbeiten. 5 Tage, um genau zu sein. Der Moro hat zwar vorher schon Hundeschule regelmäßig besucht, soweit hier Zeit war. Moro ist jetzt seit Februar bei uns im Tierheim, kommt ursprünglich auch aus Italien. Aus einem Kamine, das pleite gegangen ist. Und der Betreiber hat die Hunde, die noch da waren, einfach da gelassen und sich nicht mehr gekümmert. Moro kam völlig abgemagert zu uns. Ist, wir schätzen, ca. 5 bis 6 Jahre alt. Ein sehr, sehr gelehriger Hund, der viel, viel Spaß am Arbeiten hat. Wie gesagt, 5 Tage hatten die beiden für ihr Training, wenn wir uns das hier mal angucken. Moros Vermittlungsproblem wird sein, dass er groß ist und dass er schwarz ist. Große schwarze Hunde haben es leider schwer im Tierschutz und das ist beim Moro total schade, weil der super ist. Der ist unglaublich souverän und cool. Wenn man sich mal anguckt, wie locker der das hier nimmt, mit dem gehen sie an einem Pöbel im Rottweiler hinterm Zaun vorbei und der guckt nicht mal hin, weil er sich denkt, was stört eigentlich die Eiche, wenn ich das Schwein im Schuh will. Dem Moro total egal. Der hätte sicherlich auch viel Spaß, wenn er sie beim Joggen begleiten dürfte. Macht er hier teilweise auch schon mit Ehrenamtlichen. Und, was noch ganz wichtig ist, den Moro adoptiert, bekommt 10 Stunden Hundeschule gratis. Ja, bei der Frau Sonntag, die jetzt auch mit ihm arbeitet, die hat eine Hundeschule. Das gehört also zum Moro-Gesamtpaket, 10 Stunden Hundeschule. Auch wenn man so viel da vielleicht gar nicht mehr braucht, weil der Moro kann ja schon alles sehen. Moro ist der Hund, von dem ich jeden Abend meinen eigenen Hund ein Bild zeige und sage, könnt ihr bitte auf euch ein Beispiel nehmen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Moro und ein bisschen weniger hysterische Fußsuppe. Und man kann halt nicht alles haben im Leben. Jeder kriegt, was er verdient. Und wer den Moro kriegt, der muss schon ein sehr guter Mensch sein, um den verdient zu haben. Der ist klasse.